Ja, hallo, hier ist Hans Hans, Tag 7, Freude trainieren. Erstmal vielen, vielen Dank für die tollen Videos von meinen Mitpartnern oder Trainingspartnern von Freude trainieren. Und auch das Thema Depression oder die dunkle Wolken über einen. Ja, jeder Mensch hat irgendwie seine Geschichte. Und jetzt möchte ich mal eine kleine Geschichte von mir erzählen, wieso ich jetzt auch meine Pfunde purzeln lassen möchte. Ja, es gab eine Zeit, 3 Jahre lang, wo ich in einer schweren Depression und auch in einer Psychose gefangen war. In dieser Zeit habe ich mir fast 100 Kilo angefressen. Ja, ich habe mir einen Schutz aufgebaut. Ich bin nicht mehr rausgegangen. Ich wollte am Leben nicht mehr teilnehmen. Ich war lebensmüde. Ja, und habe dann irgendwann 193 Kilo gewogen. Konnte mich auch nicht mehr bewegen. Ja, wenn ich mehr wie 10 Meter gelaufen bin, habe ich ein Sauerstoffzelt gebraucht. Also meine Muskeln, meine Sehnen, meine Bänder waren in den 3 Jahren so vernachlässigt worden. Also ich habe Raubbau bei meinem Körper betrieben. Und 2007 bin ich dann in die Klinik gekommen. Da hat mein Arzt damals zu mir gesagt, ja gut, schauen Sie aus, Herr Frühsamer, wie lange sind Sie schon tot? Und ich werde auch immer gefragt, wieso ich Hans heiße. Ja, ab diesem Zeitpunkt habe ich mein inneres Kind gefunden. Den kleinen Hans, und seitdem heiße ich Hans. Und irgendwann 2010 habe ich dann gedacht, ich schreibe ein Buch über meine Geschichte, weil ich habe eine tolle Geschichte und nicht jeder muss mit einem Aufzug in seinem Leben ganz nach unten fahren mit seinen Mängeln oder mit seinen Überlebensmustern, um Menschen über meine Geschichte weiterzuhelfen. Ja, und inzwischen helfe ich auch ganz vielen Menschen mit meinem Wissen und mit meinen Skills, die ich so für mich gefunden habe. Ja, und Freude trainieren ist einfach auch ein Ding, das mache ich schon lange. Ich gehe jeden Abend, gucke ich, dass ich mit einem Lächeln einschlafe und auch wieder mit einem Lächeln aufwache und lebe im Hier und Jetzt und im Heute, weil ich kann heute meinen Morgen bestimmen, aber weiter geht's nicht. In der Gegenwart zu leben, da hat man die Kraft, was zu tun. Und das ist einfach nur schön. Ja, und das wollte ich mal kurz anreißen. Ja, 2007 habe ich ein bisschen mehr wie 197 Kilo gehabt. Inzwischen bin ich bei 120 Kilo, habe so langsam stetig abgenommen. Aber ich muss da immer noch trainieren, weil der Arzt sagt, ich bin ja essgestört oder ich habe viel über Essen kompensiert. Früher habe ich es über Drogen und Alkohol gemacht. Ich bin jetzt aber 24 Jahre clean und trocken. Aber man kann auch im nichtstofflichen Bereich seine Sucht nähren. Und so ist dann halt irgendwann mal das Essen eingetreten. Es war auch schon die Arbeit dabei, es war die Anerkennungssucht dabei. Da gibt es ganz viele Themen. Und jetzt habe ich für mich entschieden, meinen Körper wieder Gutmachung zu leisten an mir und meinem Körper, was ich jetzt jahrelang ihn dafür bestraft hat, für Dinge, wo er eigentlich gar nicht verdient hat. Ja, ich höre jetzt mal auf, das sind über 3 Minuten. Ich werde immer mal wieder kurze Episoden so über mich und meine Geschichte teilen. Ich hoffe, Magdalena, ich konnte dir damit ein bisschen auch Mut machen. Du hast ja mir schon geschrieben und ich habe gesagt, ich werde heute im Video ein bisschen was von mir erzählen. Ja, jetzt bin ich gerade innere Kindarbeit machen. Ihr habt es gesehen, die Schaukel vorher. Ich bin immer wieder auf dem Spielplatz einmal am Tag und guck Kindern zu, wie sie spielen, wie sie Freude haben, wie sie unbedarft sind und ja, in der Fülle einfach leben. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Abend. Ciao, Hans.